Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Der Sommer ist ja jetzt endgültig vorbei, das heißt, es geht an die Herbstkartenideen, bevor wir dann mit den Weihnachtsbasteleien starten. Aber wie gesagt, heute mal eine Herbstkarte. Dafür habe ich mir zwei Stempelsets rausgesucht. Das ist einmal Goldener Herbst von Danny Boyce. Das sind echt coole Herbstsprüche drinnen. Dann haben wir noch verschiedene Blätter und noch so ein bisschen Hintergrundstempel, so Punkte, richtig cool. Und dann habe ich noch als größeres Stempelset mit ganz vielen Blättern von Viva Decor. Da ist auch einiges dabei, das man super mit dem kombinieren kann. Und dann möchte ich zusätzlich auch noch ein bisschen Designpapier verwenden. Da habe ich diese Faltpapiere von Ideen mit Herz. Das ist jetzt das Muster Blätterflieder. Also wir haben da so schönes Blättermuster in herbstlichen Form und die Rückseite, naja, Flieder hätte ich jetzt nicht dazu gesagt, für mich ist das eher so blassrosa, aber tut ja nichts zur Sache. Wir werden auf jeden Fall diese Seite verwenden und wenn dich interessiert, was wir damit machen, ich werde vielleicht auch noch ein bisschen Embossing-Pulver dazu nehmen. Also wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte werden und wenn dich interessiert, wie die ausschaut, dann bleib gerne dran. Meinen Kartenrolling habe ich mir wieder aus diesem Paperbed von Action zugeschnitten. Ich finde, die Formen sind echt für den Herbstart total gut zu gebrauchen und da sind schöne Grautöne drinnen. Das ist eben diese Sandfarbe, die ich mir da jetzt schon rausgesucht und zugeschnitten habe. Also auf jeden Fall was ich mir, glaube ich, noch ein paar Mal kaufen werde, damit ich mir dann gleich die Kartenrohlinge vorbereiten kann, weil das sind echt Formen, die man wirklich super gebrauchen kann, vor allem jetzt in den Winter- und Herbstmonaten. Und dann habe ich natürlich auch schon einen Kartenaufleger zugeschnitten in 10,2 x 14,5 cm. Den möchte ich mir gerne wieder bearbeiten. Das hat mir das letzte Mal so gut gefallen. Deswegen nehme ich mir da gleich eine Unterlage und mein Bürstchen und ein Stempelkissen in einem hellen Braun. Gehe da mit meiner Bürste rein, klopfe mir das auf der Unterlage ein bisschen ab, dass nicht zu viel Farbe drauf ist und gehe dann einfach über meinen Kartenaufleger drüber, damit sich der so schön ungleichmäßig einfärbt, weil ich finde, das ist echt so ein schöner Effekt. Man könnte da jetzt natürlich auch zwei Farben oder drei Farben miteinander kombinieren, aber ich bleibe jetzt fürs erste Mal bei diesem Braun. Und so schnell ist der Hintergrund dann schon gestaltet. Das Bürstchen und das Stempelkissen können wir fürs erste weglegen. Dann habe ich mir gedacht, werde ich aus dem Stempelset da diesen Spruch nehmen, die Kurzfassung, der Sommer ist vorbei. Und ich möchte mir das direkt draufstempeln. Bin jetzt nur am Überlegen, ob oben oder unten. Beziehungsweise ich habe mir da von meinem Papier schon einen Streifen abgeschnitten. Und probieren wir mal. Ich glaube, so könnte es ganz gut ausschauen, wenn ich das Papier habe und dann das da drüber habe. Ich glaube, so machen wir es. Dann gehen wir uns das am besten gleich an. Also ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so richtig am Plan, wie die Karte am Ende ausschauen soll, aber das sind dann meistens eh die Karten, die am schönsten ausschauen, wenn man so spontan dann einfach noch ein paar Ideen entwickelt. Dann nehme ich mir meinen Papierschneider und schneide den Überstand einfach weg. So, den Kleber machen wir zu, damit er nicht austrocknet. Und dann werde ich mir den Spruch. Nein, ich werde nicht braun stempeln, ich werde mir auch das schwarze Stempelkissen hernehmen. Vor allem, weil dieser untere Teil, der ist ja vollflächig gestempelt und das finde ich schaut einfach mit Schwarz immer am besten aus. So. Schön gerade hoffentlich. Ist okay, ist nicht hundertprozentig gerade, aber es ist ja alles handgemacht. Das heißt, es darf auch mal ein bisschen schief sein und muss nicht alles ganz so gleichmäßig sein. Der nächste Schritt, den ich machen möchte, da habe ich mir aus dem Stempelset von Viva Decor da schon dieses kleine Ahornblatt aufgezogen auf den Acrylblock, denn ich möchte da ein bisschen mit Embossing-Pulver arbeiten. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich habe da mir das Wow Embossing-Pulver Metallic Gold Rich Pale rausgesucht und ein klares Stempelkissen für Embossing. Das habe ich mal bei Amazon bestellt. Das ist von der Marke
Zucchini-Neko. So, das ist rausgekriegt. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, mal bei Amazon bestellt. Und ich habe dann auch so einen Embossing-Buddy. Der ist von IK Tools. Den habe ich, glaube ich, auch bei Amazon bestellt. Das ist so ein Pulver, das dem Papier die Statik nimmt. Das heißt dann, überall, wo dieses Pulver drauf ist, sollte mein Embossing-Pulver dann nicht dran haften bleiben. Was natürlich cool ist, weil ich will nicht überall dann das Embossing-Pulver dann auf meiner Karte haben, sondern wirklich nur dort, wo ich dann dieses Ahornblatt gestempelt habe. Ich nehme hier wieder meine Unterlage, drehe mir die einfach um und dann können wir schon starten. Ich gehe mit meinem Stempel in das klare Embossing-Kissen rein und stempel mir das auf meiner Karte bzw. auf meinem Hintergrund dann einfach ab. Drehe mir den Stempel auch ein paar Mal, dass das Blatt nicht immer gleich ausschaut. Und dann kann ich mir das, also du wirst das jetzt in der Kamera nicht sehen, aber ich kann es mir dann noch so ein bisschen aufkippen, dass ich noch sehe, wo ich Platz habe für ein weiteres Blatt. Und dann lassen wir von da oben noch eins reinkommen. So, dann brauchen wir das Embossing-Pulver. Beziehungsweise ich bin schon ein bisschen blöd, weil jetzt habe ich vorher mit diesem von diesem Tool gesprochen und dann habe ich es jetzt nicht verwendet. Also schauen wir mal, wie es wird, weil ich natürlich meinen Hintergrund auch mit Stempelkissen eingefärbt habe. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal. Aber ich glaube, es schaut ganz gut aus, dass es eh nur dort haften bleibt, wo ich gestempelt habe. Ja. Glück gehabt. Und was ich jetzt natürlich mache, bevor ich meinen Embossing-Föhn anschmeiße, ich muss mir dieses Pulver da wieder zurück reingeben. Deswegen finde ich das immer ganz praktisch, wenn man das auf einer Unterlage macht, weil man das natürlich dann wieder gut in dieses Dosa dann zurück reinkriegt. Da, wo natürlich mein Überstand war von meinem Stempel, da haftet es natürlich da auch auf der Unterlage. Aber das ist dann nicht so tragisch und dann machen wir das natürlich auch zu. Und dann können wir schon mit dem Embossing-Föhn das Ganze einschmelzen. Mein Embossing-Föhn ist jetzt nicht von irgendeiner speziellen Marke, den habe ich, glaube ich, auch ich glaube, bei Amazon einmal bestellt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und wenn ich den eingeschalten habe, dann werde ich den ein bisschen vorhitzen lassen und dann einfach über das Papier drüber gehen. Man hört es dann aber natürlich nicht, weil der Föhn so laut ist. So schaut es dann aus, wenn wir das fertig eingeschmolzen haben und man sieht es in der Kamera schon. Also das ist echt ein sehr, sehr schöner Effekt mit diesen Blättern und wenn die dann gold embossed sind. Du hast es vorhin vielleicht gesehen, ich habe mir zum Schluss das Papier auch nochmal umgedreht und auch von der Rückseite geföhnt. Dadurch, dass wir ja das Papier warm machen, im Prinzip wälzt sich das ein bisschen. Und wenn ich das von der Rückseite dann auch noch mache, dann wird das wieder einigermaßen gerade. Wobei, du siehst, es liegt jetzt nicht mehr flach an auf meinem Tisch, aber das ist ganz egal, weil sobald wir das dann aufgeklebt haben, passt es dann alles wieder und ist auf unserem Kartenrolling dann auf jeden Fall wieder flach dann drauf. Genau. Diese Zwischenräume, die sind jetzt noch nicht so schön. Da werde ich noch ein bisschen was anderes machen. Und zwar habe ich ja da in diesem Stempelset auch noch so kleine Blätter drinnen. Und da werde ich mal einfach ein paar raussuchen. So. Da habe ich noch einen Acrylblock da. Und den werden wir zum Schluss dann einfach noch dazu geben. Und die werde ich jetzt aber auch in Schwarz stempeln, weil Glitzer bzw. Gold haben wir jetzt auf der Karte, finde ich, schon genug. Und damit fülle ich mir da einfach nur meine Zwischenräume noch aus. Und ich finde, das schaut dann auch echt richtig schön aus. Nehmen wir das kleinere Blatt noch. Jetzt brauche ich doch nochmal die Unterlage. Ich möchte nämlich auch ein bisschen über den Rand gehen.
Rezepte, was ich mir da vorher schon hergerichtet habe. Gehe da auch noch einmal ein bisschen drüber. Aber ich finde, das reicht schon. Ja, ich finde, das reicht schon. Oder soll ich noch ein paar Punkte auch dazu machen? So ganz kleine. Ah, ich nehme nur die kleinen Punkte auch. Hintergrund kann es bei mir eigentlich nie genug geben. Ich stelle mir die nur vorher einmal da ab, dass ich schaue, wie groß die wirklich sind. Ja, das passt gut. Da kann ich wirklich auch in diese kleinen Zwischenräume dann noch richtig gut reingehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil mir da genau die Karte aufsteht. Wenn ich das da festhalte. Aber es hat ganz gut funktioniert. Perfekt. Dann können wir die Stempel da schon weggeben. Die Unterlage braucht man auch nicht mehr. Und ich finde, die Karte ist so eigentlich schon fertig. Das heißt, ich gebe mir das nur mal auf meinen Kartenrolling drauf. Und dann haben wir es schon geschafft für heute. So. Mit dem Andrücken muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein, dass ich mir da jetzt die Stempelfarbe nicht wieder verwische. Ich habe es nämlich schon wieder auf den Finger, wie immer. So. Perfekt und fertig ist die Herbstkarte. So schaut meine fertige Karte für heute aus und du siehst schon, das mit dem Embossing in Gold, also das schaut schon richtig edel und schön aus. Mir gefällt das auch unten mit dem Designpapier sehr gut. Der Spruch, die Kurzfassung, der Sommer ist vorbei, ja, passt auf jeden Fall auch sehr gut. Und im Hintergrund mit diesen Punkten und so, ich finde, das rundet die Karte nochmals schön ab. Also auf jeden Fall eine Karte, die mir sehr, sehr gut gefällt. Dann habe ich die Karte noch so ähnlich im Hochformat gemacht, wieder auf der Seite mit dem Designpapier. Da habe ich allerdings diese kleinen Blätter embossed. Sieht man, glaube ich, auch ganz gut in der Kamera. Der Spruch ist in dem Fall Goldener Herbst, auch aus dem gleichen Stempelset. Und dann habe ich so eine Handstanze, also auch in Form von so einem Ahornblatt. Das ist auch relativ groß. Und da habe ich mir aus dem Designpapier zwei Stück ausgestanzt und dann habe ich auch noch so einen selbstklebenden Kork, den hat es einmal beim Action Game, finde ich mega und der lässt sich auch super stanzen, deswegen habe ich mir da auch einmal dieses Ahornblatt aus Kork ausgestanzt, also das ist auch eine Karte, die mir echt richtig gut gefällt. Bei der nächsten Karte habe ich mir wieder mit dem Embossing voll ausgetobt und zwar habe ich mir da dieses Ahornblatt auf mein Designpapier drauf embossed, damit es dann auch im Hintergrund so schön ja, diesen Effekt gibt. Und ich muss sagen, mir gefällt die Karte auch extrem gut. Dadurch, dass aber der Hintergrund jetzt schon so voll ist, habe ich da nur einmal Goldener Herbst aufgestempelt auf braunes Papier. In dem Fall habe ich nämlich zwei Aufleger, einmal einen kleineren mit dem Designerpapier und dann noch einmal einen braunen. Und da habe ich dann eben aus dem gleichen Papier einfach mir ein Etikett geschnitten, habe da drauf gestempelt und habe das nochmal mit Gold hinterlegt. Und ich finde, das ist auch eine Karte, die echt richtig edel ausschaut. Die gefällt mir auch extrem gut. Und bei der letzten Karte, die ich für heute zeigen möchte, da habe ich noch ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht. Da habe ich auch im Hintergrund wieder meine Ahornblätter gestempelt. In dem Fall habe ich aber das Embossing-Pulver so ein bisschen auslaufen lassen, weil ich finde, so ein bisschen wie wenn der Wind so durchwehen würde, habe ich mir gedacht. Finde ich, schaut auch echt cool aus. Da habe ich wieder ein Designpapier, in dem Fall ein bisschen größer, mir auf den Kartenaufleger draufgeklebt. Und dann habe ich mir auch noch mit meiner Stanze bunte Ahornblätter ausgestanzt. Das ist ein Papier, das ich selber mal mit der Aquarelltechnik gemacht habe. Ich glaube, das haben wir sogar zusammen gemacht. Ich werde dir das Video oben beim i verlinken, dann kannst du dir das anschauen, wie ich mir da diese Papiere selber gemacht habe und habe da einfach die Blattadern dann mit so einem kleinen dünnen Feinliner eingezeichnet und da auch wieder die, also den Spruch, die Kurzfassung, der Sommer ist vorbei. Und den habe ich mir auch wieder Gold hinterlegt. Also richtig cool, die Karte. Innen habe ich es jetzt noch nicht gestaltet und auch noch keine Umschläge.
Aber das kommt auf jeden Fall demnächst noch. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, es sind einfach alle vier Karten so extrem schön geworden. Ich finde die Kombination von dem Designerpapier, von dem Gold, von dem Embossen und von dem Stempelset allgemein auch mit den Sprüchen und so. Ich finde, das ist echt so richtig schön geworden. Und ja, schreib mir gerne in die Kommentare, welche der vier Karten dir am besten gefällt, ob du auch gerne mit Embossing arbeitest, beziehungsweise ob du überhaupt Herbstkarten bastelst oder ob es bei dir dann gleich direkt vom Sommer in die Weihnachtsbasteleien geht. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss, Baba, und bis zum nächsten Mal.